Oh, Elektrolytemischung. Das wollte ich auch mal ausprobieren. Aber ich habe ja eh nie einen Kater. Ich habe ja eh nie einen Kater, von daher brauche ich keine fucking Elektrolyte. Aber Elektrolyte soll trotzdem gut sein, generell. Mykonos war nur möglich in Elotrans. Danke, Mann. Okay, wir gehen rein, Digga. Ich hab Bock. Abfahrt rein ins Video. Dieses Video soll den Konsum von Alkohol nicht verherrlichen. Kennt euer Limit und trinkt nur, wenn ihr alt genug seid. Jojo Gang, was geht ab? Jonas hier am Start für euch. Moin Moin Jonas. Heute geht es um eine Elektrolyt-Glucose-Mischung bei Durchfallerkrankungen. Kurz Elotrans. Denn Elotrans hat einen ungeahnten zweiten Nutzen. Warte mal, ist auch gegen Durchfall? Ich habe andauernd Durchfall, weil ich halt Laktose nicht mehr so gut vertrage und andauernd Milch saufe. Eigentlich voll gut, ein bisschen mehr geben. Dieses magische Pulver verhindert, dass du einen Kater kriegst nach dem Saufen. Selbst wenn du dir mal wieder mit den Boys auf abartigste Art und Weise das Blechdach verbogen hast. Okay. Easy, der krasseste Lifehack seit der Befüllung von Eimern mit Kehrblechen. Was? Oha, den kenne ich gar nicht. Digga, wie smart. Oha, wie gut. Den Lifehack muss ich mir merken, der ist ja übertrieben smart. Ein kurzer Merkreim an der Stelle. Wenn du mal wieder getankt hast, dann hab Elotrans an der Hand, Mann. Oder so. Tauchen wir ein in eine Welt voller Fan-Accounts, Memes und ziemlich seltsamer Werbung eines Pharmakonzerns. Okay, let's go, ich hab Bock. Wenn du erfährst, dass Elotrans eigentlich für Durchfall ist. Two, four, guts! Ich hab Bock auf das Video, Digga. Bevor es losgeht, kommen wir kurz zum Sponsor des heutigen Videos. Das ist mal wieder... Was geht ab, Freunde des Alkohols? Let's go. Ich habe gesehen, ihr wollt das Video jetzt weitersehen. Aber vorher folgt mir doch gerne auf Instagram, weil da gibt es auch lustige Stories, unter anderem diese. Auf einen geilen Abend! Elotrans ist seit Jahren ein Geheimtipp unter professionellen Alkoholkonsumenten. Imagine, die hätten einfach so ein Bild von irgendwelchen YouTubern hier eingeblendet. Das wär damn funny. Nicht umsonst ist das magische Pulver Bestseller Nummer 1 auf Amazon in der Kategorie Multivitamine. Dass es so gut hilft, liegt daran, dass es Mineralien, Elektrolyte, dies, das wieder auffüllt, weil man bei starkem Suff halt dehydriert. Doch wie gut kann so ein bisschen Pulver in Wasser wirklich wirken? Lesen wir uns einfach mal ein paar Reviews durch. Dieser magische Feenstaub ist quasi der heilige Gral für den gefürchteten Horrorkater, welcher folgt, wenn man sich mal wieder mit den Boys auf abartigste Art und Weise das Blechdach verbogen hat. Ob man sich nun stumpf alleine den Schädel flutet, im Rage Cage literweise schluckt, beim Nase-Dame-Spiel vor lauter in den Schlund kippen, 14 Mal einen Mund voll unter den Tisch kotzt, oder sich gut bürgerlich mit Jägermeister die Leber reißt. Die Höllenqual am nächsten Tag bleibt einem aufgrund dieses Gottesprodukts geil, Alter. Geil. Erspart. Ein Pulver für all die abhängigen Seelen, die sich gnadenlos bis zur Blindheit die Rüstung wegrömern wollen, ohne mit den die Rüstung wegrömern. Konsequenzen des Gifts zu leben. 840 Menschen fanden diesen Review hilfreich. Ich auch. Wochenende! Saufen! Geil. Selbst nach 7 Maß Bier und gefühlt 25 Schnäpsen und dem Verlust sämtlicher motorischen Fähigkeiten hilft es perfekt. Dem Erfinder bzw. der Erfinderin dieses superben Pülverchens gehört meines Erachtens der Nobelpreis für Chemie verliehen. Mir fehlen vor Begeisterung schlecht die Worte. Normalerweise leide ich, möglicherweise auch altersbedingt, am Tag nach dem Tag an höllischen Kaltschweißausbrüchen, die mich nach der durchzechten Nacht ganztägig in einer Fötusstellung im Bett verharren lassen. Am Tag nach dem Pilotversuch ging es mir trotz der nächtlichen Strapazen, diverser Akkordbecher Longdrinks, unzähligen Shots, der ein oder anderen Zigarette sowie einer ultrafettigen Pizza Inferno sowas von wunderprächtig, dass ich sogar mit Kind und Kegel am frühen Nachmittag ein ausgiebiges Spaziergängchen unternehmen konnte. Ohne Elotrans wäre das undenkbar. Diese Reviews sind einfach geil. Chat, übrigens ist mein Husten gerade mein Lachen gewesen. Meine Stimme ist aber noch so im Arsch, dass ich gerade lachhusten muss. Jägermeister! In meinem hohen Alter von 23 Jahren habe ich nach diversen Festivals... Was?
In meinem hohen Alter von 23 Jahren. Oh, geil. In meinem hohen Alter von 23 Jahren habe ich nach diversen Festivitäten, bei denen man sich am nächsten Tag glücklich schätzen kann, noch zu leben, festgestellt, dass der Kater mittlerweile 2 Tage anhält. Nun war ich auf der Suche nach einem Mittel, dieses Problem abzuschwächen. Überzeugt von den vielen medizinisch wertvollen Rezessionen, habe ich mich für Elotrans entschieden. Ab sofort führe ich in meiner Kulturtasche für unkultivierte Abende immer 3-4 Tüten Elotrans mit. Let's go. Das reimt sich auf Ende. Und Ende! Saufen! Geil! Entsprechend der Wunderheilkräfte gibt es natürlich auch diverse Memes zu Elotrans. Macht Saufen so konsequenzlos wie Rechtsextremismus bei der Polizei. Oha. Damn. Der war stark. Antikater Starterpack. Steht wie heftiger Atomkater nach einer Nacht voller Exzesse. Elotrans! Und natürlich hat sich jemand auch einfach das Tattoo Ei, Herz, Elotrans gegönnt. Herz, Elotrans. Ich meine, makes sense, I guess. Boah, Alter. Aber das Komischste an der ganzen Story ist, dass Elotrans selber eine Insta-Page hat und das Ganze mittlerweile komplett embraced. Da gibt's dann zum Beispiel ihn hier. Mit Feedback aus der Community. Voila, gibt's bei Elotrans auch verschiedene Geschmacksrichtungen wie bei Oralpedon. Kurzer Einschub, Oralpedon ist ein anderes Mittel für orale Salze und Flüssigkeitsaufnahme von Stada. Haut doch mal Bubblegum oder Red Bull Flavor auf den Markt. Red Bull Flavor. Kaufe die Apotheke leer. Inshallah. Elotrans hat auch eine neue Tagline. An Tagen wie diesen, wenn man ne, so auf Kater Katze so, ah, check. An Tagen wie diesen. Und Ich war, irgendwie ist es. Wenn du fährst, dass Elotrans eigentlich für Durchfall ist. Weird. Irgendwie ist es. Wenn dir der Apotheker sagt, dass Elotrans eigentlich für Durchfall ist. Weird. Ich meine, es ist ja, also es ist ja alles mega geil. Wie gesagt, bester Lifehack seit Schale auf Tasse in Mikrowelle. Was? Was ist das denn? Oh mein Gott! Wie smart sind die denn? Lifehack kannte ich gar nicht. Den Lifehack kannte ich gar nicht. Oh mein Gott. GG. Aber dass ein Pharmakonzern im Prinzip scheinbar konsequenzlosen Drogenkonsum vermarktet, ist halt irgendwie, ist halt ein bisschen odd, oder? Also, boah, Alter, ja, Mann, die können sich das alle richtig auf Kater, dann lass da doch mal voll einsteigen. Ich meine, wir haben jetzt hier ein Wunderheilmittel für exzessiven Alkoholkonsum. Jetzt kannst du dich aufs Derbste vergiften, ohne Konsequenzen. Ist ja auch der Joke. Aber wir verkaufen das ja jetzt auch, also für Geld, mit Profit. I don't know. Vielleicht ist es auch chillig, keine Ahnung. Digga, das beste Werbevideo für Elotrans, was es auf dieser Welt geben kann. Bin ich einfach verklemmt. Ich fühle mich jetzt hier verpflichtet, euch mitzuteilen, wenn Elotrans und Stada das selber augenscheinlich nicht machen, dass Alkohol eine Droge ist, euch richtig mies zerballert, richtig ungesund ist, selbst wenn der Kater weggeheilt werden kann. Und wenn ihr noch nicht alt genug seid, macht's halt einfach nicht. Habt euch im Griff und kennt eure Limits. Ja, ist auch wichtig, Chat. Das ist voll was wichtig. Denkt ihr dazu? Schreibt's mal in die Kommentare. Ansonsten, hoffentlich hat's euch gefallen. Schaut nach links und rechts, wenn ihr über die Straße geht. Gerade im angetrunkenen Zustand. Und feiert verantwortungsbewusst. Case closed. Bruder musste selten so viel lachen wie bei diesem Video. Ich will mit euch eine Line Elotrans nehmen. Küsschen. Falls es auch lustig fand, lasst gerne ein Like da und abonniert auf diesen Kanal hier für mehr Videos. Holy shit. Oh mein Gott. Das war lustig.